Die Firma Novatec entwickelt zurzeit einen autonomen Mähroboter namens Rovimo, welcher selbstständig und mit hoher Präzision große Flächen wie Fußballfelder und Golfplätze mähen kann. Um große Hindernisse wie zum Beispiel einen Torpfosten oder einen Menschen zu erkennen, verfügt Rovimo über einen LiDAR-Scanner. Um auch kleine Objekte wie zum Beispiel Golfbälle, Dosen oder Igel erkennen zu können, soll eine kamerabasierte Objekterkennung realisiert werden. Dazu wurden zuerst möglichst realitätsnahe Datensätze aufgenommen, welche anschließend gelabelt wurden. Dieser Prozess konnte mit der Zeit teilweise automatisiert werden. Mit den Datensätzen wurden schlussendlich Modelle für die Objekterkennung trainiert. Als Ergebnis konnten Fußbälle, Golfbälle und Dosen mit hoher Genauigkeit und ca. 2 Frames pro Sekunde erkannt werden. Weitere Klassen können jederzeit hinzugefügt werden, sofern ein genügend großer Datensatz vorhanden ist.